Hallo Edelmetall, Freunde, Freunde der Wahrheit. Ich begrüße Sie in der neuen Woche mit einigen Top-News. Worum geht's heute? Der Stromausfall rückt näher, dann die Sabotage der Landwirtschaft bzw. der Nahrungsmittelproduktion wird weiter fortgesetzt. Damit natürlich auch der wirtschaftliche Absturz nimmt immer weitere Formen an. Und am Ende habe ich noch ein mysteriöses Licht im Atlantik für Sie, das wieder eine Menge Spekulation ausgelöst hat. Wir fangen aber an mit Affenpocken und staatlich geförderten Klimaklebern. Der Affenpockennotfall der WHO verleiht ihr diktatorische Befugnisse. Die Erklärung der Affenpocken als Public Health Emergency of International Concern, PHEIC, durch die Weltgesundheitsorganisation wurde von einem einzigen Mann, dem WHO-Generaldirektor Gebreyesus, vorgenommen, der keine medizinische Ausbildung hat, und zwar gegen den Willen der Mehrheit seines eigenen Expertenausschusses aus medizinischen und wissenschaftlichen Beratern. Neun der Ausschussmitglieder waren der Meinung, dass ein PHEIC nicht erklärt werden sollte, und sechs sprachen sich für eine Erklärung aus. Das Bild sagt schon vieles. In der Box noch ein Zusatzlink für Sie über den Pandemievertrag, der von der WHO angestrebt wird. Ganz übel. Klimakleber, die werden mit staatlichem Geld gefördert. Bundesregierung fördert radikale Untergangspropheten der letzten Generation. Die Aktionen der letzten Generation werden immer radikaler. Mittlerweile genügt es der Gruppe nicht mehr, sich nur auf Straßen festzukleben. Teils betonieren sie sich ein, um eine Räumung durch die Polizei zu verhindern. Eine Abfrage der Welt am Sonntag ergab, dass die selbsternannten Klimaaktivisten allein in diesem Jahr mehr als 300 Straßen blockiert haben. Deine Spende zählt, appellieren die Provokateure weiter unten auf ihrer Homepage. Jeder muss selbst wissen, ob er derlei Aktion unterstützen möchte. Ein Skandal ist jedoch, dass die Scharfmacher dabei indirekt von Fördergeldern des Bundeswirtschaftsministeriums profitieren, wie die Welt am Sonntag enthüllte. Auf Nachfrage der Welt am Sonntag teilte das Bundeswirtschaftsministerium mit, dass man das Projekt Gruppenkonto mit exakt 156.420 Euro über ein Innovationsprogramm unterstützt habe, das digitale und datengetriebene Innovation hauptsächlich junger Unternehmen fördern soll. Zur Hungerkrise, die bewusst weiter vorangetrieben wird. Britische Regierung bietet Landwirten Pauschalzahlungen an, damit sie den Anbau von Lebensmitteln einstellen und ihr Land verkaufen. Das Vereinigte Königreich hat ein neues Programm eingeführt, das Landwirten, die sich bereit erklären, die Landwirtschaft aufzugeben und ihr oft seit mehreren Generationen im Familienbesitz befindliches Land an die Regierung zu verkaufen, pauschale Bargeldzahlungen anbietet. Berichten zufolge müssen Landwirte, die das Geld annehmen, entweder in den Ruhestand gehen oder eine andere Arbeit annehmen, die von der Regierung genehmigt wird. Die britische Regierung bezeichnet das Programm als Basic Payment Scheme, BPS. Der Zweck ist angeblich die Erfüllung grüner politischer Agenden, schreibt Mike Campbell für The Countersignal. Dank der Pandemie ist Großbritannien bereits auf dem besten Weg zur Abschaffung der Landwirtschaft. Probleme in der Versorgungskette in Verbindung mit Marktkorruption und explodierender Inflation treiben bereits viele Landwirte gegen ihren Willen aus dem Geschäft. Steigende Preise für Dünger, Gas und so ziemlich alles andere, was sie für ihre Arbeit brauchen, haben das Angebot der Regierung verlockend gemacht, fügt Campbell zu den Barzahlungen hinzu, die die britische Regierung den Familienbauern jetzt anbietet. Auch Irland macht mit, auch wenn es dort anders aussieht. Landwirtschaftliche Kohlendioxidemissionen sollen höchstens um 25% reduziert werden. Die Verringerung der Kohlendioxidemissionen in der Landwirtschaft wird 24 oder 25% im Höchstfall betragen, obwohl die Grünen eine Senkung um 30% fordern. Medienberichte vom Wochenende, wonach man sich auf eine Senkung von 28% geeinigt habe, wurden als völliger Unsinn abgetan. Aus hochrangigen Regierungskreisen, die mit den laufenden Gesprächen zwischen Fine Gael und der Grünen Partei vertraut sind, verlautete, dass die endgültige Position zwar über das Mindestziel von 22% hinausgehen werde, aber nicht annähernd das höhere Ziel erreichen werde. FA-Präsident Tim Cullen sagte, es gäbe viele Maßnahmen, die zur Verringerung der Treibhausgasemissionen ergriffen werden könnten, bevor die nationale Herde reduziert werden müsse. Der Agrarsektor müsse geschützt werden, sagte er beim New Store Breakfast. Tausende von Arbeitsplätzen landauf, landab stehen auf dem Spiel, ebenso wie das wirtschaftliche und soziale Gefüge des Landes, warnte er. Es wird eine kostspielige Angelegenheit, die Reduktionsziele zu erreichen. Ein Ziel von 30% könnte 50.000 bis 55.000 Arbeitsplätze und 40 Milliarden Euro kosten. Einen weiteren Link dazu bringe ich Ihnen in der Box noch mit an.
zur Energiekrise und zum Wirtschaftsabsturz. Russland hat Nord Stream 1 weiter gedrosselt. In Frankreich droht jetzt auch ein Blackout. Warum dem Nachbarland der Stromkollaps droht? Es mutet wie ein schlechter Witz an. Da ist es Paris nach langem Ringen endlich gelungen, der Atomkraft von der Europäischen Kommission das Siegel der Nachhaltigkeit verleihen zu lassen. Und da droht der zu 70% von Kernkraftwerken gesicherten Stromversorgung des Landes der Zusammenbruch. Der Grund, 28 der 56 Reaktoren, die Frankreich an 18 Standorten unterhält, müssen aus Sicherheitsgründen vom Netz genommen werden. Für 61,4 Gigawatt konzipiert, liefert der französische Kernkraftwerkspark derzeit weniger als 30 Gigawatt. So wenig Strom haben französische Meiler noch nie produziert, seitdem sie Ende des 20. Jahrhunderts ihren heutigen Bestand erreicht hatten. In den wärmeren Monaten des Jahres mag sich das gerade noch verkraften lassen, doch ab dem Herbst steht die Sicherheit der Stromversorgung von Industrie und Haushalten auf der Kippe. Dazu kommt noch die große Hitze, die natürlich das Kühlwasser knapp macht, so wie es bei uns die Flusspegel absenkt und den Kohletransport erschwert. Also der Blackout kommt immer näher. Und nicht nur das, natürlich stürzt auch die Industrie weiter ab. Energiekrise, deutsche Industrie gerät bereits ins Stottern. In der deutschen Industrie zeichnet sich ein besorgniserregender Trend ab. Immer mehr Unternehmen geben wegen der stark gestiegenen Energiepreise ihre Produktion auf oder haben sie bereits eingeschränkt, wie eine neue Umfrage zeigt. Die Befragung von 3.500 Unternehmen durch den Deutschen Industrie- und Handelskammertag im Auftrag des Handelsblatts ergab, dass 16% der Unternehmen ihre Produktion einschränken wollen. Knapp ein Viertel der Unternehmen hat dies nach eigenen Angaben bereits getan, ein weiteres Viertel ist dabei. Etwa die Hälfte der Unternehmen gibt an, noch entsprechende Schritte zu planen. Das sind alarmierende Zahlen, sagte DIHK-Präsident Adrian. Vielen Unternehmen bleibt keine andere Wahl, als zu schließen oder die Produktion an andere Standorte zu verlagern. So Adrian weiter. Damit gerät jedoch der deutsche Industriestandort in Gefahr, zumal dieser jahrzehntelang vom günstigen russischen Gas profitierte. Und mit dem Absturz von Deutschland als Schwergewicht der Eurozone geht diese natürlich insgesamt unter. Spatzenhirne, US-Analyst fassungslos über Europas wirtschaftlichen Selbstmord. Der Mix aus grüner Energiepolitik, Anti-Corona-Kampf und Russland-Sanktionen ist gemäß David Stockman tödlich für den Wohlstand. Die verheerenden Folgen dieser Politik zeigen sich vor allem am Niedergang der Eurozone, sagt der Ex-Politiker, Bestsellerautor und Washington Insider. In seiner Analyse auf International Men spart Stockman nicht mit vernichtender Kritik an der EU-Politik, untermauert sie aber mit sämtlichen Fakten. Die reale Wachstumsrate des Bruttoinlandsproduktes ist im Vergleich zur Zeit vor der Finanzkrise von 2008 um 74% eingebrochen. Nun steuert Europa auf eine rasante Stagflation zu, und zwar aus mehreren Gründen. Zunächst aufgrund der permanent verschärften Sanktionen. Die EU-Harakiri-Künstler fangen gerade erst an. Ungeachtet des geplanten vollständigen Ausstiegs aus dem russischen Rohöltransport auf dem Seeweg bis Ende 2022 und angesichts einer möglichen vollständigen Abschaltung des russischen Pipeline-Gases planen diese Spatzenhirne nun eine sechste Runde von Sanktionen, die zu all dem bisherigen Wahnsinn noch hinzukommen soll. Hinzu käme der Wechselkurs eines permanent schwächer werdenden Euros, der zu einer importierten Inflation führe. Der Leitzins der EZB ist noch immer weit unter dem Leitzins der Fed. Auf kurze Sicht ist die derzeitige und künftige Diskrepanz so ungeheuerlich, dass sie den Wechselkurs des Euro buchstäblich untergehen lässt. Es erübrigt sich zu sagen, dass ein kollabierender Wechselkurs ein klassisches Rezept für einen Anstieg der importierten Inflation ist. Die bevorstehende brutale Stagflation werde die EZB lähmen mit schwerwiegenden Folgen. Energie, Lebensmittel und andere inflationäre Faktoren machen aus dem Lebensstandard der Mittelschicht buchstäblich Hackfleisch. Clever sei hingegen Russland gewesen. Es habe in den ersten 100 Tagen des Krieges durch geschickten Verkauf von Ölgas und Kohle mit leichten Preisnachlässen gegenüber den steigenden Weltmarktpreisen und bei etwas geringeren Mengen an Brennstoffen einen Rekordumsatz von 97 Milliarden Dollar erzielt. Im Juni beispielsweise fielen die russischen Ölexporte auf den niedrigsten Stand seit August 2021, aber die Einnahmen aus dem Ölexport stiegen um 700 Millionen Dollar auf 20,4 Milliarden Dollar. 40% mehr als im Durchschnitt des Jahres 2021. Sind die politischen Apparatschiks und Politiker der EU also auf dem Weg, die Reste des Wohlstands in Europa zu zerstören? Es sieht jedenfalls so aus. Ein Zusatzlink, ein Interview mit Hans-Georg Maaßen, auch zu diesem Thema, bringe ich Ihnen in der Box mit an. Letztes Thema: mysteriöses Licht im Atlantik.
Pilot entdeckt rotes Leuchten unter den Wolken, von dem die Menschen glauben, dass es das Ende der Zeit sein könnte. Das gespenstische Video, das am vergangenen Freitag über dem Atlantik aufgenommen wurde, hat in den sozialen Medien für viel Gesprächsstoff gesorgt. Einige vergleichen es mit Stranger Things. Ein Pilot hat ein unheimlich rotes Leuchten unter den Wolken entdeckt, von dem viele glauben, dass es das Ende der Zeit sein könnte. Ob es wirklich das Ende der Zeit bedeutet oder nicht, bleibt abzuwarten, aber es hat auf jeden Fall bei vielen Menschen Diskussionen und Verwirrung ausgelöst. Einige haben es mit einer Szene aus der Netflix-Serie Stranger Things verglichen. Für diejenigen, die das amerikanische Science-Fiction-Horror-Drama noch nicht gesehen haben, es dokumentiert eine Gruppe von Freunden, die Zeugen übernatürlicher Kräfte und geheimer Regierungskomplotte werden. Einige sind der Meinung, dass die Aufnahmen apokalyptisch aussehen. Ein Reddit-Nutzer schrieb dazu: Endlich, wenn die Welt untergeht, bekommen wir wenigstens coole Kaiju-Action zu sehen. Wir werden sehen, was das bedeutet. Auf alle Fälle mehren sich solche seltsamen Lichtphänomene weltweit. Noch das Zitat für heute. Das wär's gewesen. Am Freitag erwartet Sie Egon von Greyerz hier. Ihnen eine gute Restwoche und denken Sie dran, auch wenn es warm ist, frische Luft tut immer gut. Tschüss.